man sich so, was passiert denn da, ne? Das ist wirklich das Problem. Man denkt auch, guck mal, das Ding ist, man guckt nur in den Spiegel, man sieht so, weißt du, man guckt sich immer so an und dann siehst du Fotos. Alter. Weißt du, was das ist? Das ist das der das Produzenten-Lifestyle. Man arbeitet, man ist die ganze Zeit, ne? Stefano kennt das ja auch so. Und dann vergisst man mal so ein bisschen den Sport, die Ernährung. Dann ist man mal wieder bis 5 Uhr morgens wach, weil man irgendwelche Samples macht oder irgendwelche Beats macht und dann legt man sich hin und dann ja, ist ein bisschen schwierig dann mit dem Sport. Ne? Ja, aber jeder Produzent sieht, ich weiß, sieht gleich aus. Jeder Produzent, nein, aber es ist doch so. Hat so einen Charakter, checkst du? Ja. So ein bisschen entweder lange Haare oder so. Bruder, guck nach Amerika, die ganzen Engineers, boah, die sehen ehrlich alle gleich aus. Das ist obwohl, crazy. Ja, geht. Sagen wir mal so, Timbaland hat ja irgendwann angefangen zu trainieren, glaube ich. Ne? Ja, Bruder. Der ist richtig dünn geworden, Alter. Dünn oder war der nicht auch mal so aufgebaut? Der war fett. Ja? Der war dick, Bruder. Ne, Dre war das, der so richtig aufgebaut hat. Nein, ne? Aber Timbaland war auch. Es gibt so Videos von, wo er mit Jay-Z war und Sessions gemacht hat. Bruder. Und heute? Guck dir an, der ist 20 Jahre älter und schlank. Das wird bei mir auch so kommen, Bro. Das kommt 100%. Ey, wer weiß, man geht manchmal viele Phasen durch im Leben. Da, man sagt ja so, alle 7 Jahre wirft man eine Schale ab. Und vielleicht bist du ja so, keine Ahnung, mit 30 bist du auf einmal voll mit Sixpack und so. Wer weiß, wer weiß. Ist das so ein Goal bei dir noch im Leben eigentlich? Oder ist das eigentlich so ein Sidequest? Also ein Sidequest? Naja, das ist so ein Ding, was man immer im Kopf hat. Jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich so ein Ding, was man immer im Kopf hat. Aber... Scheiße. Na, sag, Mann, sag. Arbeit. Man arbeitet viel. Ja. Das ist Produzentenleben, ne? Was willst du machen? Alter? Da kommst du nicht weg. Du kommst ja aus dem Studio raus. Lieferando hier, dies, das. Ne? Bis 3 Stunden warten. Ja, 3 Stunden. Drei Osnabrück Stunden. Sowieso, oh ey, Dicker. In Osnabrück, wenn du oder Essen genau. bestellst. Hier, er hat da so einen Flyer liegen. Er sagt, da ist ein guter Freund von mir, gehört der Laden. Das geht schnell und so, lass da bestellen, telefonisch. 3 Stunden hat er. Ich habe nie gesagt, geht schnell. Ist auch ein guter Laden. Hat geschmeckt? Ja, es hat geschmeckt. Ja, es hat, warte mal schnell. Kurz. Hat er alles geliefert? Nein. Nein. War das Essen kalt? Ja. Ja. Und was hat er noch? Was hat 3 Stunden. Und jetzt kommt die Pointe noch. Das Essen dauert, es hat 3 Stunden gedauert, bis das Essen da war. Der Fahrer liefert uns das Essen an. Er ruft an und wirklich, Haram, der Arme spricht maximal 4 Sätze Deutsch. Ne? Er so, ich bin da, Gleise. Und wir sagen Schienen. Er so, was, Bruder? So, bei den Schienen. Ich am Telefon, ich am Fenster, ich gucke so auf die Schienen, weil dann jeder checkt. Achso, der wusste das. Nicht, wo er ist? Nee. Nein. Achso, okay. War lost, komplett. Ja. Komplett. Ich sag so, geh zu den Schienen. Schienen. Wo, Bruder? Oder der Arme so, ne? Kein Problem. Ich gehe runter, ich suche den. Und ich glaube, wie viel hat das gekostet? Ich glaube, 42 Euro. 42 Euro, genau. Und ich hatte einen Fuffi dabei. Und ich gebe ihm den Fuffi. Und ich erwarte Rückgeld, so, ne? Digga, vor allem, weil du 3 Stunden wartest. Ja, ja. Das Essen so, ne? Kommt kalt. Definitiv. Wir waren schon abgefuckt. Wir haben Hunger, Session gehabt, Songs gemacht. Wir wollten alle essen. Ich gebe ihm Fuffi. Er so, kein Trinkgeld. Ich so, wie kein Trinkgeld? Also kein Trinkgeld da. Ich so, okay, scheiß drauf. Aber ich muss auch sagen, Bochum-Wattenscheid ist nicht besser. Ich habe letztes Mal bestellt. Ne? Obacht. Hä? Obacht jetzt. Ich muss sagen, also wirklich, ich habe auch 2,5 Stunden gewartet auf meinen Döner. Auf einen Döner? Auf einen Döner. Ich habe einen Döner bestellt, habe einen Salat bestellt und eine Pommes. 3 Stunden gewartet. Der Bruder kam hoch, hat dann sofort gesagt, Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich kriege so mein Döner komplett eingequetscht, alles schon, die ganze Soße ist rausgelaufen. Ich denke so, ey, das... Aber ich hatte so Hunger gehabt, deswegen, ich habe einfach gegessen, weißt du, war mir egal. Das ist auch der falsche Ort dann, ne? Herne ist ja Herne, ne? Ja. Da willst du ja, man sagt ja so schön, da willst du den Toten nicht über den Zaun hängen, ne? Im Wanne. Ja, das ist so, Herne ist so für den Tier, das um mal zu beschreiben, ist so... So ein Bindeglied von Gelsenkirchen und Bochum. So ein Stadtteil hier? Nee, es ist eine Stadt für, dazwischen. Ist eine Stadt für sich. Ne? Aber sehen die Herner sich eigentlich so als, ja, wie so ein Herner? Oder ich weiß halt nicht. Oder so keiner, ich komme aus Wanne. Ne? Ja, und was ist mit dem Wanne? Ist Bochum-Wanne, ne? Bochum? Nee, Wanne ist Wanne-Eickel. Wanne ist Herne. Ach so. Also irgendwie, Wanne ist auf jeden Fall Herne. Also bei mir auch auf meinem Ausweis steht natürlich Herne, aber ich wohne in Wanne.
Ja, okay, das ist in Wattenscheid-Bochum wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Ja, geil. Mhm. Muss auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, du warst ja schon da, wo wir uns... Lass den Tier erstmal einen Sip nehmen. Du warst ja auch erst mal im Wandel gewesen, ne? Wo wir uns das erste Mal getroffen hatten. Ja. Noch, wo wir uns nach Jahrhunderttalent kennengelernt hatten. Genau. Ja, und dann warst du ja das erste Mal da gewesen. Ja, danach ging es rüber nach Spanien, ne? Richtig. Wurde Stefano introduced ja schon sich alleine. So, deswegen machen wir es einmal ganz kurz hier. Ja. Heute der ehrenwerte Sias, der mit dem Star-Produzent. Ich... Star-Producer. Berühmt-berüchtigte Enfant Terrible mittlerweile in Deutschrap, aber dazu können wir ja später was sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir arbeiten, wie du es gerade schon gesagt hast, seit 2021 zusammen. Ja. 2021, ja. Jahrhunderttalent war das erste. Immer noch Oma Tokio. Das war noch so undirekt, also nicht, jetzt nicht direkt. Genau, das war noch so über... Genau, richtig, ne? Über Johnny gewesen. Genau. Und dann kam das erstmal. Und zu deiner Rechten und zu meiner Front sitzt der... Zweiter Star-Produzent. Zweiter Star-Produzent, T-Times. T-Time. T-Time, Entschuldigung. Wie konnte das jetzt passieren, Alter? Was ein Fail. Alles gut. Es ist noch frisch. Unsere Beziehung ist noch relativ frisch. Dementsprechend, wir haben nämlich dieses Jahr die Premiere gehabt, zusammenarbeiten zu dürfen. Und wir haben das gesamte Lang lebe Asche Album CD1 gemeinsam CD1, gemacht. CD1, ja. Im Grunde genommen... Jetzt kommen wir, schließt sich der Kreis, warum sitzen wir jetzt hier zu dritt? Natürlich ist es jetzt für alle eine große Fragezeichen. Wir drei haben quasi das Produkt Lang lebe Asche, schaffen vor allem die CD1, die einen roten Faden hat. Und dieser rote Faden ist fast schon blutrot. Und ja, das ist darüber reden wir heute eigentlich. Das ist eigentlich die Intention. Wir reden heute über Musik, wir reden heute über das Album. Jeder kann sich so ein bisschen seine Ergüsse dazu geben, so ein bisschen sein Feeling transportieren oder Freeling preisgeben. Stefano, also ich sage mal Stefano, weil Stefano Sias, mir fällt so schwer, deinen Namen zu sagen. Du sagst ja einmal Amir zu mir, ne? Ist egal, kannst du auch Stefano. Stefano, ihr könnt mich auch T nennen. Wir nennen mich auch T. Ich werde immer T genannt, aber okay. Wir bleiben bei T. Auf jeden Fall, Stefano hat heute, witzigerweise, wie lange ist das Album jetzt fertig, Bro? Boah, eine Woche mit komplett Masterabgabe. Mit Masterabgabe und Produktionsbeginn war vor 3. Ja, vor 3 Wochen. Ne, natürlich, wir hatten auch Tage dazwischen, aber man kann wirklich sagen, wir haben das Ding in 4-5 Tagen haben wir da durchgearbeitet. Ne? Ja. Also wirklich, da, du warst 4-mal, glaube ich, da. Ja. Immer so ganze Tag, halbe Tage. Und dann haben wir das recorded, haben wir die Beats gemacht und die Samples kamen vom Sias. Hast du auch direkt mitgebracht. Haben wir das durchgewichst. Ja, krass. Aber Asche hatte mich ja auch, also wir telefonieren ja ziemlich häufig, ne, und dann erzählt er mir ein bisschen, ja, wir auch so. Weißt du nicht davon jetzt nichts? Nein, okay, ne, wir telefonieren ja häufig und dann erzählt sie mir auch immer, so weit bin ich schon und hier, und ich weiß dann immer, ach Asche, ja, gut, ne, er arbeitet immer da und dann hat er nächste Woche wieder 10 andere Samples und dann arbeitet er wieder extrem daran und dann wird sich das noch 5, 6, 7 Mal ändern und jetzt ist ja das Endprodukt endlich da und heute durfte ich auch endlich das Produkt hören. Ja. Und ich hatte vorhin im Auto auch schon gesagt, was ich von dem Album halte. Also ich muss sagen, ich gucke mir diese Box an und ich höre das Album nur durch das Anschauen der Box. Mhm. Das ganze Album hat einfach einen roten Faden. Alles passt zueinander und das finde ich so besonders an dem Album. Du kannst es nicht vergleichen jetzt mit dem Album davor, mit Snick oder mit Was bleibt ist Asche. Mhm. Ist absolut was ganz anderes. Das ist ein roter Faden, das ist Asche, das ist nicht irgendwie Bushido oder sonst irgendwie, das ist Asche. Punkt aus. Auch auf neuem Sound, ne? Ja. Muss man auch sagen. Also wir haben, da will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber ich denke mal, wir haben so 1, 2 neue Sachen mit reingebracht, die man jetzt bei dir noch nicht so wirklich gehört hat. Ja. Ne? Und dann auch den Sound natürlich. Ich würde sagen, geupdatet auf jeden Fall. Stimmt, die hatte ich vergessen gehabt, genau. Ja. Ja, wobei man auch sagen muss, dass dass die Sachen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat, trotzdem im Kontext sehr, sehr gut sich mit dem Gesamtalbum einbinden und auch von der Soundästhetik und vom Härtegrad oder so, ist alles. Das sowieso. Also ich glaube, das Album ist da schwer zu toppen, was den Härtegrad angeht. Ja. Na, also wir haben das ja vorhin durchgehört auf der Autofahrt. Also das brettert auf jeden Fall gut durch. Man hat natürlich auch, da kann man sich auch drauf freuen, man hat natürlich noch 1, 2 ruhigere Songs auf dem Album. Ne, auch Outro, Intro und die Geschichten.
aber das ist ein roter Faden. Aber auch nicht zu ruhig. Ne? Also auch nicht zu ruhig, finde das nein, schon. Nein. Es ist, es bleibt trotzdem in die Fresse und das ist wirklich ja, einfach. Auf jeden Fall. Einfach trocken in die Fresse, so wie die Leute das haben wollen von Asche und das werden sie auch bekommen. Ja, krass. Haben wir vergessen, Akku dran zu machen. Meine Mama weiß nicht, dass ich. Ernsthaft jetzt? Echt nicht? No cap. Dass du vapest, weißt ja, du? Ja, ich will es aber. Darfst du nicht? Ich darf, was ich will, aber ich will nicht, dass sie so. raus damit. Ich kann machen, was ich will, aber das nicht. Ja, gut. Ich habe auch letztes Mal 2 Wochen Hausarrest bekommen. Und er wohnt alleine. Hast du Hausarrest bekommen? Ja, Kontrollgänge. Kontrollgänge. Ne? Da kam meine Mutter vorbei und hat sofort gesehen, so, ich hatte meine Vape auf dem Tisch gehabt. Zack, zack. Und dann ja, war sofort vorbei gewesen. Bei Sias waren es aber auch viele andere Dinge. Da haben auch die Öffentlichkeit dazu eine Rolle gespielt. Da gab es erstmal so verärgert Hausarrest. War. Ja, das glaube ich. Aber, wie gesagt, Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Was ich gerade sagen wollte, das Album ist ja auch, also besonders CD1, ich hatte ja auch schon quasi Lang lebe Asche fertig, so wie es war. Und dann war es eine Impulsentscheidung von mir, die aufgrund ganz vieler Dinge, also äußerer Umstände und Öffentlichkeitsumstände, Rap-Umstände, private Umstände, alles hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so ey, nein, das ist es nicht. Weil ich konnte diesen Spirit irgendwie nicht catchen, den ich catchen wollte, weil man ist... Für das Album. Ja. Für die Vision. Und da war dieser Moment dann einfach da, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist es soweit. Dann sind parallel dann... Natürlich, es häufen sich immer Dinge. Ich bin so ein Mensch, es ist allgemein so, ich bin nicht jemand, der direkt eskaliert. Ich habe echt einen langen Geduldsfaden, so. So in vielen, zu jedem Menschen, in Beziehungen, in Privatleben, zu jedem, zu Freunden. Ich habe echt einen langen Geduldsfaden, so. Ich lasse so... winkt vieles durch und sagt, ach komm. Aber wenn sich die Dinge irgendwann so häufen und irgendwann läuft das über, dann ist das Problem, was ich habe, und ich nutze ungern das Wort Problem, sondern ich sage immer eine Herausforderung, aber das ist schon lange keine Herausforderung mehr, das ist ein Problem bei mir, dass ich dann eskaliere. Dann ist, also ich bin 100%. Es staut sich an und dann... 100%. Bam. So. Weißt du, das ist wie so, jemand rempelt dich 27 Mal an, du sagst nicht, beim 28 Mal haust du sofort K.O. Perfekt. Aber so wirklich behindert K.O., dass der dann da liegt und auf einmal so... Ja, aber ist auch klar. Ich meine, die Planung war da. Ne? Boxplanung, ja, alles. Ne? Das kam nach und nach. Man hatte das Tape, aber dann kamen halt Sachen dazwischen. Ja. Und dann vergeht Zeit, es vergeht Zeit. Ja, und dann, aber es ist ja auch natürlich wichtig, ne? Dass, wenn man sagt so, ey, ich bin noch nicht so ganz mit dem Album irgendwie, irgendwas ist, stimmt da noch nicht so ganz, dass man dann halt auch wirklich sagt, ey, komm, ich werfe das halt wirklich nochmal weg und mach's komplett nochmal neu. Ja. So, weil wenn man damit nicht zufrieden sind, so, damit, wenn man nicht damit zufrieden ist, man möchte natürlich auch das Beste für seine Fans auch geben, ne? Und auch an Musik. Und so sollte das auch natürlich sein, meiner Meinung nach. Ja, normal. Guck mal, natürlich ist es immer wichtig, dass die Fans zufrieden sind, weil die Fans sind diejenigen, die dich irgendwie groß gemacht haben, die deine Musik unterstützen und die deine Box kaufen und zu deinen Auftritten kommen und die dich auch verteidigen, wenn du jetzt zum Beispiel Beefs hast oder wie auch immer. Im Großen und Ganzen, deine Fans sind immer... das wichtigste Element in der ganzen Geschichte. So. Ja. Ich habe eine sehr gute Bindung zu meinen Fans. Ich habe verschiedene Gruppen. Wir haben WhatsApp-Gruppen. Wir machen Fantreffen und so weiter und so fort. Ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ich sage einfach so, ich für mich selber, ich habe ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem inneren Kern der Base. So. Aber das ist auch wichtig. Ich glaube, das kann man jedem Musiker oder Rapper, wie man es auch nennen mag, mitgeben, dass auch die Bindung zu den Leuten, die deine Musik hören, super wichtig ist. Ja, ja. Na? Diese ganzen Hits, die über Nacht entstehen und so, da ist keine Bindung hinter. Nur deswegen hält sich's auch nicht. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du selber zufrieden bist. Dass du mit dir selber im Reinen bist. Dass du mit dir selber, dass du dir, wie man immer so schön sagt, in den Spiegel gucken kannst und sagst, ja, ich habe das rausgeholt, was ich hätte rausholen können. Ja. Ich hasse es. Ich hasse eine Sache im Leben ist, wenn man später und wenn es ein Jahr später ist, wenn ich alte Alben höre zum Beispiel, ich bin nie zufrieden mit meinen alten Sachen. Dass ich sage, boah, da hätte noch... Und wenn man sagt, so, oh, da 10%, okay. Aber wenn du sagst, so, oh, da hätte einiges, da hätte ich das noch, das und das. Aber das hält auch viele auf. Der Perfektionismus, ne? Immer dran denken. Da muss man, das hält viele Leute auf. 100%. Bis zu einem gewissen Punkt muss man gucken, okay, ich bin zufrieden.
Aber es gibt kein Perfekt. Musik ist meiner Meinung nach nicht dafür da, um perfekt zu sein. Darf man muss nicht zufrieden sein, ja, aber es darf nicht perfekt sein. Ja, ja. Es kann gar nicht perfekt sein. Es kann nicht perfekt sein. No, das geht nicht. Das Momentum ist wichtig. Ja, voll. Wenn du ein Momentum hast, und das haben wir gecatcht, ich habe die Samples von Sias bekommen. Ich sage jetzt Sias. Ich habe die Samples von Sias bekommen. Ist auch gut für den Algorithmus, weißt du, wenn dein Name immer wieder kommt. Ich habe die Sample von Sias bekommen. Dann sag mal doch lieber T-Time und nicht T. Ja. Und ich habe die gepickt und habe direkt auf die Samples geschrieben. Das heißt, ich habe alle Songs hier, ich habe das auch gefilmt. Wir haben alle Songs auf Samples geschrieben. So. Ach, krass. So. Ja, ja. Okay. Ich war mit Milias hier, der hat das gedreht, der war ja auch bei Dings dabei. Ja. Das ist alles gefilmt. Ich habe die kompletten Songs geschrieben auf die Samples, ich habe mir die selber geloopt und dann bin ich ins Studio und habe gesagt, jetzt bau die Beats, der Song ist fertig. Also das hat auch dermaßen dazu beigetragen, dass wir auch so schnell durchgekommen sind. Ne? Wenn man sagen kann, jetzt, ne? Ich meine, so viel Zeit hatten wir jetzt nicht mehr, aber dadurch, dass du schon die Samples hattest vom Sias und darauf geschrieben hast, du bist ins Studio gekommen, Sample gehört, Beat gebaut, recorded, nächstes Ding. Ich muss auch dazu sagen, so bei Asche ist es, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, so wenn du so ein Sample hast, du hast direkt eine Vision, du weißt sofort, was du haben möchtest. So, und dann, wenn man davor sitzt, den Beat baut, dann bist du, du weißt ganz genau und dann bist du schon im Hintergrund am Schreiben und hast den Deck schon fertig. Also mit dir entstehen Songs auch so schnell. Ja. Das ist unglaublich auch, ne? Auf jeden Fall. Jetzt nicht zu viel Lorbeeren jetzt, ne? Nein, nein. Ist ja nicht. Aber sonst sitze ich gleich nicht mehr drauf, sondern so einen Meter höher, weil ich schwebe hier im Schneider. Nein, aber ey, es stimmt schon, was du sagst hier. Es ist wirklich so. Also auch wenn du einen Song nicht komplett fertig hattest oder du am Vortag nach Hause gefahren bist und ey, wir haben noch das Sample gepickt oder wir haben noch einen Beat gemacht, dann bist du am nächsten Tag mit einem halben Song gekommen und wir haben den, du hast den in 15, halbe Stunde hast den Text fertig geschrieben. Auf der Fahrt nach Osten habe ich doch immer noch geschrieben. Ich schick mir mal, loop mir den, baue mir mal schnell den Beat, ich schreibe auf der Fahrt. Aber das motiviert einen selber auch, wenn man das sieht, so als Produzent, also bei mir ist es zumindest so. Das motiviert mich, wenn ich sehe, ey, da ist jemand, der arbeitet richtig damit. So, und dann habe ich auch viel mehr Lust zu arbeiten. Ja. Ist ja ganz klar. Eben auch wie jetzt, wenn man Drums baut und du bist dahinter und wow, geil und bam und hier. Ne? Und dann läuft das alles und dann macht das auch richtig Spaß und so sollte das auch sein natürlich. Ja. Was mich interessiert ist, ich habe jetzt ja gerade die Samples sind sehr besonders, meiner Meinung nach. Also die sind besonders, weil die alle einen roten Faden haben, aber keins klingt irgendwie gleich, sondern es hat alles. Ich bin sehr picky bei Samples. Der Sias weiß das. Der schickt mir manchmal Pakete und ist nichts dabei. Aber das war wirklich so, dass hier wirklich einer nach dem anderen einfach gepasst hat. Der Sias hat einen Lauf. Und dann bin ich zu T ins Studio und wir kannten uns noch nicht. Also wir haben wirklich einmal vorher telefoniert. Ja, wir haben uns auch einmal vorher gesehen. Na, wir haben uns einmal getroffen. Genau, wir haben uns einmal getroffen vorher. Genau, und du hast ja noch für CD2 einen Song produziert, aber das... Genau. Ja, das war so... Das war vorher. Genau, aber da war ich noch nicht mal dabei. Genau, die EP noch, ne? Genau. Die Drill-EP, da haben wir noch zusammen dran gearbeitet. Ja, genau. Aber immer vom Fern. Richtig. Weißt du, nie persönlich. Ja. Genau. Das war das erste Mal, ja. Und was mich interessieren würde, ist, jetzt nicht, mich juckt, also ich wollte gerade sagen, mich juckt es nicht, wie ich als Person wirke oder sowas, aber wie ist es so eigentlich, wenn du mit einem Künstler zu dir kommt und sagt, ey, du weißt, du musst jetzt ein ganzes Album mit ihm machen. Ja. Ne? Und es ist ja so 50-50. Es kann jetzt, er kann kommen und der Vibe kann stimmen. Ja. Oder der kann jetzt nicht stimmen und dann zieht sich das wie ein Kaugummi und. Es gibt so Situationen. Und es kommt auch ganz auf den Menschen an. Ja. Ne? Ich bin mein eigener Mensch, ich komme mit dem besser klar als mit dem anderen. Ich glaube, das kann jeder Produzent sagen, das hat jeder erlebt. Oder Engineer oder was auch immer. Ja. Das ist ganz normal. Es ist natürlich die Aufgabe des Produzenten auch irgendwo, sich dem Künstler anzupassen, ne, weil na, der kommt nun mal zu dir, aber manchmal passt es nicht. Yeah. Wenn man jetzt sagt, wir machen ein ganzes Album, wo wirklich ein roter Faden drin sein muss und das muss alles passen, da würde ich schon sagen, dass es das ist schon eine Voraussetzung ist, dass die Chemie stimmt. Witzig war, ne, dass wir hatten ja ein Telefonat vorher, ne? Ja. Und da haben wir ja gesagt, ey T, da wo wir das geplant haben, das Album, erinnerst du dich noch an das Telefon, wo ich dir gesagt habe? Ja, als du mich angerufen hattest, ich war noch im Studio abends. Und er sagt zu mir, ey, ich habe keine Zeit, wann muss das denn fertig sein? Ich so, nächste Woche. Und ich rufe ihn so montags an und sag so, ja, also am besten nächste Woche Freitag fertig, also mit den Beats. Ich so, nein, mit alles, Aufnahmen, Mix Master. Ja, und dann, ich war natürlich, ne, ich saß da, ich war erst mal so, möchte ich natürlich machen, ne, nimmt man mit, auf jeden Fall. Aber ich habe keine Zeit. Ne? Und dann natürlich umplanen, Termine verlegen und dies und das.
Aber ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben und dass das geklappt hat. Und wir, wie gesagt, also man muss jetzt nicht die ganze Zeit loben, ne? Aber wir haben ja auch schon, als wir im Studio immer waren, ey, krass, 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 wir haben uns immer so viel gelobt. Aber wir sind echt schnell durchgekommen. Ne? Deswegen, das ging dann auch. Mix Master war jetzt am Ende ein bisschen, ne, knapp, aber haben wir alles hingekriegt. Nein, alles gut, alles gut. Ich muss das auch loben. Ich muss den T als Ingenieur loben. Wirklich. Also ich habe schon mit vielen, vielen Leuten gearbeitet. Und auch alles immer gut und alles cool. Aber es hat noch nie so gematcht, dass ich einen Ingenieur hatte, der ein Verständnis hatte. Ein dermaßen gutes Verständnis für mich. Ich bin in die Booth gegangen, ich habe gerappt. Und wenn irgendwas beim Rappen schon, ich habe es eingerappt und beim zweiten Mal hören, hat er schon die richtigen Effekte drauf gemacht. Er hat schon die richtigen, er hat schon alles so gebaut. Und ich habe mir gedacht, hä, wie weit? Weil die Harmonie einfach gestimmt hat. Ich musste nicht sagen. Ich musste einfach nicht sagen. Und deswegen ging es alles so schnell. Ich bin aus der Booth raus, die Mixe, die Rough Mixe, er hat schon Rough Mixe schon fast beim Aufnehmen fertig gehabt, wo ich gesagt habe, ey, Digga, das ist es. Also das, das war auch, also muss man wirklich sagen, ne? Also auch Mix-Version. Ich glaube, jeder Mixing-Engineer bzw. Produzent kennt das. Man schickt die erste Version und man bekommt das zurück, das zurück, das ändern, was auch normal ist, ne? So kennt man das. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe dir das geschickt. Da das ändern, fertig. Es war nur Atma. Ja, Mensch. Ich habe manchmal so, weil, wenn ich laut rappe, dann atmet man manchmal so. Und wenn das komprimiert ist, dann das kommt laut. Dann kommt das so, ne, so ein bisschen extrem. Ja, genau. Gut, ich muss sagen, ich mag es nicht zu sehr, wenn man Atma zu viel rausnimmt. Ja. Ne, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Wenn es zu still ist, ne? Wenn das so, genau. Stoff wäre. Da hat man das Gefühl, dass man keine Luft kriegt, so, wenn man den Song hört. Aber das ist Geschmackssache. Wenn es angenehm klingt, aber wenn es dann wirklich dann unter die Kompression geht, dann klingt es echt wirklich sehr, sehr eklig manchmal. Voll. Ich muss die ganze Zeit den Tier angucken und ich muss die ganze Zeit lachen. Warum? Nein, ich muss das. Also, was mich interessiert. Gute Übergänge. Ja, genau. Ein guter Übergang ist nämlich. Oh mein Gott. Der Tier muss jetzt eine Story erzählen, wie sein Tag heute angefangen ist. Du kennst ihn nämlich noch gar nicht. Nee, wir haben die extra noch nicht. Ich bin. Ey, ihr habt mich die ganze Zeit darauf vorbereitet. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was. Die ganze Zeit davon ist. Guck mal. Wir waren gestern, bis wann waren wir im Studio? Bis 4 Uhr. Wenn wir gestern hier haben, KO-Release angeguckt. Ja, gestern war KO-Release. Erstmal Happy Release an alle. Ja. So, genau. Dankeschön. Ne? Vielen, vielen Dank. Und wir waren bis 4 Uhr, 4.30 Uhr, glaube ich, im Studio, haben noch ein, zwei Beats gemacht und so. Ja. Und dann ging es darum, wo ich schlafe. Ne, schlafe ich hier, im Studio oder im Büro? Im Büro. Du kennst ja unser Büro. Das oben. Ja. Ne, ich sage natürlich, mir ist egal, wo ich penne. Ne, ich kann hier pennen, aber wenn im Büro, du hast das Sofa so schön beschrieben, ich musste das nehmen. Wir gehen rein, oben, wir gehen rein ins Büro. Ich denke, boah, stark, großes Büro, Billardtisch, Sofa, alles da. Asche noch, da sind Getränke, kannst du nehmen, alles gut, perfekt. Du haust ab, irgendwann 4 Uhr, 5 Uhr, ich penne so ein auf Couch, ne? Und man muss dran denken, ich habe keine Decke gefunden. War ja auch müde, voll verpeilt, ne? Und ich lieg auf dieser Couch und ich habe meine Jacke genommen, habe mich so zugedeckt. Und mein Pullover, ich habe mich so zugedeckt. Guck mal, jetzt Cut. Warte ganz kurz, jetzt kommt Cut, ne? Jetzt wache ich heute Morgen um 11 Uhr auf, ne? Weil, Bro, voll platt gewesen. Ich gucke auf mein Handy, ich gucke einfach 9 Anrufe in Abwesenheit, ne? Es müssen mehr gewesen sein. Ich habe dich allein schon 10 Mal angerufen. Yo, warte mal. Die war, glaube ich, 9-mal T. Zwei. Digga, ganz viele Namen auf jeden Fall, ne? So, ich gucke so, aber diese Kombination der Namen sagt mir schon, okay, irgendwas ist passiert, ne? Weil das sind 3 Leute, die dort was im Büro machen. So, Buchhaltungschefin vom Büro. Der Nick, den kennst du ja auch, ne? Ist der Nick dazwischen und der ruft mich nie an um diese Zeit. Der weiß, der braucht mich gar nicht anrufen, ne? Und wenn ich sehe, der hat morgens angerufen und ich werde so wach, mal meine Augen auf, ich denke so, warte mal, T, 9-mal, 3-mal die Gabi vom Büro und einmal Nick. Ich so, heute ist doch, okay, ich denke mir nichts dabei und denke mir so, was ist denn passiert? Und dann rufe ich ihn an. Ja, wie du mich jetzt an, natürlich noch total verschlafen. Ja. Dann habe ich dir das erklärt. Was nämlich vorgefallen ist, die Geschichte ist so geil. Und parallel lese ich WhatsApp-Nachrichten, die der Nick mir geschrieben hat. Mann, ey. Das ist, jetzt ist es lustig. Ey, ja, komm, du weißt gar nicht, worum es geht. Ich weiß, ich will lachen darüber. Guck mal. Ich bin am Pennen, dies, das, ne? Irgendwann eingeschlafen. Das Hotel, ich habe ja geschlafen. Und irgendwie, ich hör so jemanden hinter mir. Ich denke mir so, hä? So, ne, egal, weiter gepennt, so, ne, wann war das? Das war,
vielleicht 9 Uhr, also so 4 Stunden geschlafen. Und dann, ich auf einmal so, es wird so ein Handy neben mein Ohr gelegt, auf das Sofa. Ich so, hä? Und dann so, das geht nicht lauter, das geht nicht lauter. Ich so, was geht jetzt ab? Ich denk mir so, der Asche will mich pranken, der Asche will mich pranken, der will irgendwas machen. Echt, ich hab an nichts gedacht. Ja, ich kann nicht mehr, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann, ich nehme so mein Handy in die Hand und dann so, höre ich so von hinten, wer bist du? Ich so, was, wie, hä? Und ich stehe auf, ich setze mich so hin, total verpennt, 4 Stunden geschlafen. Ich war so, oh mein Gott, war voll, hab noch alles hat sich gedreht. Ey, jetzt, ich wollte heute schon wegfahren. Ich hatte schon keinen Bock mehr heute Morgen. Ich habe gesagt, ich fahre wieder nach Osterbrück, ich fahre wieder nach Hause. Warte mal, guck mal, was jetzt kommt. Ich stehe auf und auf einmal stehen 3 Mitarbeiter aus diesem Büro vor mir und sagen, wer bist du? Wer bist du? Und dann gibt mir die Mitarbeiterin, gibt mir das Handy mit Nick dran. Er so, das ist Hausfriedensbruch. Raus hier. Aber so, nicht chillig, er schreit. Nein, Bruder. Ich so, und ich bin gerade aufgestanden. Ich so, was geht ab? Ich kann nicht mehr. Er liegt und die picken so mit seinem Stock auf den Dach. Bruder, das Ding, ich sag ja wirklich, oh, boah, ich hab mich mit Jacke. weißt du, was ich meine? Und ich geh so ran und dann er so, ja, klär das mit der Mitarbeiterin so, ne? Und die sagt so, ja, wir haben Polizei gerufen und so, das ist Hausfriedensbruch. Warum liegen sie hier? Sie schlafen hier einfach in einem fremden Büro. Ich so, was geht ab? Was geht ab? Ich erklär es mal so, ja, der Asche. Na, ah, der Asche. Und dann denke ich so, okay, gut, die kennt ihn. Okay, perfekt. Erstmal alles. Tschüss. Die haben Tränen. Digga, ich habe Tränen geweint. Jetzt, das gibt's nicht, Alter. Ich meine, das ist echt. Ich hab schon den ganzen Tag nichts erzählt. Ich hab's versucht, ne? Ja. Und ich stehe auf und dann erstmal alles geklärt. Erstmal versucht zu deeskalieren. Ich so, was geht ab? Die eine guckt mich so an, der guckt mich so, wer bist du? Wer bist du? Ich so, im fremden Büro. Ich dachte, hä? Was für ein Film bin ich so? Ich frag die so, ich schwör auf alles. Ich frag die so, träum ich noch? Die so, soll ich sie kneifen? Ich schwör's nicht. Ja, und dann bin ich aufgestanden und dann irgendwann, ja, ich hab's deeskaliert. Ne? Ich hab dich 1000 Mal angerufen. Ich hab Robbie angerufen, weil der Nick meinte, der kennt den Robbie. Ja. Und ich ruf den Robbie an, ich klingel den auch wach, ne? Ruf Nick an, wer auch immer. Ich kannte Nick ja nicht. Ja. Ich habe den heute erst kennengelernt. Nicht auf so gutem Wege, aber ja. Ich habe ihn kennengelernt. Und ich habe Robbie angerufen und ruf mal den Nick an. Erklär dir mal, wer ich bin und dies und das. Dann haben die wohl telefoniert. Währenddessen war ich da und habe das deeskaliert. Ne? Und dann stand ich da und irgendwann kommt die Polizei. Die kam wirklich. Ich dachte irgendwie, die haben die jetzt angerufen. Ehrlich? Die müssen, ja, die kam. Ach, krass. Okay. Die kam. Und ich stehe da so. Und jetzt, Bruder, jetzt pass auf, Bruder. Ich stehe da so und die kommen rein und die Polizei kommt rein. Ja, wir sind hier wegen dies und das. Die erklärt das, bla bla bla. Und die fragen so, ja, wer ist es denn? Wer ist denn der, was haben die gesagt? Ich weiß nicht mehr. Und dann zeigt die so auf mich und die so, ach du. Ich schwör's dir, weil es war schon so deeskaliert. Die haben manchmal gecheckt, dass ich das war. Egal, auf jeden Fall geredet, dies, das. Die sind abgehauen, wir haben alles geklärt. Und dann bin ich hier wieder ins Studio. Ey, Digga, und dann aber ich lach jetzt drüber, ne? Ja, aber ich war heute Morgen wirklich abgefuckt, mein Bruder. Ich krieg heute Morgen dann um 9 Uhr eine Nachricht vom Nick, ich lese die dann parallel, während er mir erzählt, was so. Ich rufe ihn kurz an, ist so, was los? Also ja, ey, Digga, bisschen scheiße gelaufen und so, Nick und eskaliert und so, weil ich da lag und so, ne? Ich lese so, während er redet, er so, ich kann dich leider nicht erreichen. Die Gabi wird da jetzt die Polizei rufen müssen. Was für eine Idee hattest du, den fremden Typen im Büro schlafen zu legen? Und irgendein Hinweis. Ich habe keine Lust auf panische Anrufe von Gabi am Freitagmorgen. Was denkst du, nächste Nachricht, 4 Minuten später. Was denkst du, was passiert, wenn ein fremder Mann im Büro liegt? Wie ein Obdachloser. Oh, Junge, ich meine, hättest du ihm vielleicht eine Decke gegeben, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen, ey, Digga, was anderes. Guck mal, ne, weißt du, warum ich mich so totlache? Weil die alle dachten, er ist einfach wirklich jemand, der da eingebrochen ist. Und ja, ist Obdachloser, Penner, so ein armer Penner, der sich da schön eingenistet hat, auf die Couch schlägt, kacken, dreist, im Büro schläft. Ja, und ich so, da sind die Schlüssel, ich zeig so auf die Schlüssel. So, weißt du, ich wollte alles machen, damit die checken.
Und dann wirklich stehen die um ihn rum und trauen sich nicht, den zu wecken. Und Digga, ey, das ist einfach... Das war ja das Geile. Ich habe nur das Handy gehört und die hat versucht, das laut zu machen, aber die hat es nicht hingekriegt. Ey, Digga, die Arme, so wach werden. Ist schon schlimm, glaube ich. Ne, kann ich nee, das war kein guter Tag in den Start und auch keine gute Art und Weise, den Nick das war voll, kennenzulernen. Ey, Digga, einfach unglaublich. Ich habe heute, guck mal, ich habe, weißt du, wann ich das letzte Mal so gelacht habe in meinem Leben? Ich habe immer, das ist vor allen Dingen, ich lache immer so, wenn anderen so eine Sache passiert, weißt du? Aber irgendwie habe ich heute schon gesagt, mit mir zu tun zu haben, ne, ist immer irgendwo passiert immer irgendetwas. Aber woran liegt's? Woran liegt's? Woran hast du hier liegen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ey. Das Organisation war vielleicht doch Freitag oder Samstag. Weil jetzt kommt der Fehler an der Sache. Ja. Weißt du, woran das lag? Woran? Weil, guck mal, ich war so vercheckt gestern. So lange wach, das kam mir vor wie so eine Freitagssession. Und Samstag, Sonntags ist niemand da, da arbeitet keiner. Ach so, okay. Und ich denke mir heute Morgen, wo er mir das sagt, ich so, ja, das kann nicht sein, was kommen die samstags arbeiten? Keiner geht samstags arbeiten, die haben alle Freitag frei. Aber ich denke mir nichts dabei, ich denke mir so, ja, okay, kann ich doch nichts für, wenn die jetzt mal samstags arbeiten kommen alle, ne? Und dann, als ich dann nochmal mit ihm telefoniert habe, sagt er so, ja, Bro, wir sind ganz normal zur Arbeit gekommen. Ja. Ich so, ey, ist heute nicht Samstag? Er so, nein, Bro, es ist Freitag. Ich so, okay. Wir hatten noch sogar Release. Ja, und das war der Fehler in der Matrix quasi. Das war der Fehler, der große Fehler. Aber wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt einfach, ne, wie drei Leute da so stehen. Ich hab zweimal schon Tränen gelacht heute. Ich saß allein und habe Tränen. Aber stellt euch das jetzt mal, kurz mal, stellt euch mal, das ist die Couch und ich sitze da so. Drei Leute um mich, die mich so angucken. Wer bist du? So raus hier. Hast du kurz überlegt, wegzurennen? Nein. Die dachten, ich renn weg. Das ist ja das Ding, die Armen. Die haben sich noch um dich gestellt, so? Nein, nicht um mich gestellt, aber die dachten, ich bin obdachlos. Die haben mich einfach begutachtet, so von jeder Seite. Ey, ist so traurig, Alter. Und dann auch diese Jacke, so, die hat das alles noch so perfekt gemacht, weißt du? Ey, es ist so funny. Ja. Es ist so funny und traurig gleichzeitig. Also eigentlich ist es nur funny für mich. Ja, scheiß für ihn. Die Armen. Die wollten nur zur Arbeit. Der arme T, Alter, der ist hier eine Nacht in Bochum und dann eskaliert er. Ja, erste und letzte Nacht. Aber ey... Der Nick kam später dann hier ins Studio, hat er mir noch gesagt, hat mir Brötchen gebracht und so. Ja, voll lieb, der kam hierher, ich habe mich nochmal entschuldigt. Ne? Ja, aber der auch nochmal und dann haben wir uns die Hand gegeben und uns nochmal richtig kennengelernt und dann hat er mir noch ein Brötchen und Kaffee vorbeigebracht. Oh, das ist ja, der ist doch voll lieb, alles deeskaliert dann aber. Er ist aber auch ein mieser Choleriker, das muss man dazu sagen. Er hat wirklich miese cholerische Probleme, so. Aber egal, er ist ein gutes Herz auf jeden Fall. Das hast du gesagt. Ja, aber das weiß er. Da ist er reflektiert genug. Okay. Das Thema war das Thema haben wir jetzt noch durch, wie der Tag gestartet ist. Oh Mann, ey. Dann switchen wir mal weiter. So, wir haben jetzt also mit. Genau, wo waren wir stehen? Mit Rappern zusammen, die man nicht kennt. Genau, mit Rappern zusammen. Ja, wie gesagt, ich habe ja meinen Standpunkt erzählt. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Ja. Vereinfacht. Ist einfach so. Manchmal kann man sich dem noch anpassen als Produzent und vielleicht auch als Künstler, als Rapper. Aber manchmal auch einfach nicht. Ja. Ne? Wenn dann für kurzzeitige Arbeit, ne? Für so einen Song klar. Oder so, okay, gut, natürlich, kriegt man irgendwie hin, aber wenn das Projekt hundertprozentig stimmen muss, dann müssen auch zwei zusammenarbeiten, wo das Rädchen sich auch drehen kann. Ja. Ne? So ganz einfach und sonst funktioniert das. Ist das deine Erfahrung? Du hast ja auch schon einige Erfahrungen gemacht in diesem Sinne. Also meine letzte Erfahrung wirklich damit war mit dem lieben Herrn Bushido, meinem alten Bro. Ja. Die waren absolut katastrophal. Also wirklich absolut. Hat man ein bisschen mitbekommen. Ja. Also im, nach außen hin, er hat ja, ich glaube, da war diese RTL-Dings. Ich habe kein RTL-Abo, deswegen habe ich das nicht gesehen, aber ich habe es nur gehört. Ach, das war so viel. Das ist, das, was Bushido alles jetzt gemacht hat, ist, also das hat er natürlich in seinem Podcast nicht gesagt gehabt. Ja. Das ist alles so ein kleiner Racheakt von ihm, weil ich ihn halt. Wofür? Ich habe ihn gekränkt, kann man sagen, damit, dass nach der Sache, wir sind nach Thailand geflogen, hatte er mich ja nochmal kontaktiert gehabt. Das war, glaube ich, ein Monat ungefähr. Roll das doch mal auf, erzähl das doch mal von vornherein. Also wie ist das? Ja, ich bin ja gar nicht okay. Wie natürlich, so. Natürlich. Wie ist das alles? Also wir haben, ich habe das natürlich ja über dich vermittelt bekommen, ne? Und ich mega froh darüber gewesen. Ich denke mir so, wow, krass, ey, ich kann jetzt endlich mit Bushido arbeiten. Ja, cool. Ich hab ja auch einen Bushido Type Beat Channel, kann man sagen, auch wirklich nur Bushido Sachen veröffentlicht. Kurz Werbung machen. Und nein, aber das ist halt wichtig so. Deshalb hat es mich halt einfach gefreut, als Bushido Fan. Ja. Dahin zu kommen und als du mir gesagt hast, so ey,
du fliegst nach Thailand mit Bushido, wirklich einfach mega geil. Ne? Mhm. Und dann ging das auch relativ schnell. Wir hatten einmal, also Bushido und ich hatten, glaube ich, nur einmal so 2 Minuten lang telefoniert. Einmal ganz kurz abgecheckt, so hier die Sachen und die Sachen. Da hat er alle seine Sachen mitgenommen irgendwie. Und dann sind wir auch in Thailand angekommen, also geflogen. Und dann ging es eigentlich schon relativ schnell los. Am Anfang haben wir uns verstanden. Also erstmal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich auch erstmal so krass. Jetzt sitzt so neben Bushido so. Ja, ist immer ein anderes so. Feeling so. Ja, ne, wirklich komplett anders. Und so haben wir uns auch erstmal verstanden. Das aber ist doch cool eigentlich so, ne? Wenn man voll. So. Ne? Ja, eigentlich voll. Schon. Natürlich, eigentlich ich glaube, für jeden Produzenten ist das so. Jetzt, ob jetzt großer oder größere Künstler. Wenn man die das erstmal sieht, natürlich auch. Ja. Cool. Um das jetzt nochmal zu vergleichen, wir hatten uns ja, bevor wir zusammen gearbeitet hatten, haben wir uns ja nochmal getroffen. Ja. Ne? Ja, ja. Und dann haben wir ja nochmal geredet und so ein bisschen kennengelernt. Und das war so der Punkt, so, was auch in diesem Moment gefehlt hatte. Das hätte ich mir auch gewünscht. Ein Telefonat hat einfach nicht gereicht. Ja, ja. So, und das kam dann alles natürlich dann, wo es schon zu spät war, wo wir dann in Thailand gesessen haben. Ja. Und dann ging es auch relativ schnell los. Irgendwann waren wir halt im Hotelzimmer. Und dann sagte irgendjemand da halt, was ich halt mache, so mit meinem YouTube-Channel. Und das wurde ihm dann halt auch gezeigt. Und Bushido hat sich das angeguckt und dachte so, ja, okay. Aber hat er sich das nicht vorher angeguckt? Nein, gar nicht. Wir kannten uns so gar nicht. Der wusste gar nicht, was ich gemacht habe oder so. Okay, ist ja komisch. Der wusste nur, also er hat nur gehört, ey, hier ist jemand, ne, der möchte gerne das Album produzieren und das hieß ja. Er wusste ja, dass wir miteinander. Genau, richtig. Haben. Und dann. Der kannte ja die Sachen von uns damals. Genau, richtig. Und so ist es dann halt natürlich auch gekommen. Ja. Und dann saßen wir da und er guckt sich das dann halt so an und war so, ja. Ah, ja. Ich denke so, ey, fuck, das geht so voll in die falsche Richtung, ne, das ist überhaupt nicht gut. Und er sagt so, ja, muss ich mal gucken, dass ich das sperren lasse. Und ich hatte so, wie, warum sperren lassen? Was ist denn jetzt los mit dir? So, hä? Ja, du benutzt meine Videos. Ich habe halt so 10 Sekunden Sachen benutzt. So von irgendwie Loops oder keine Ahnung. Halt so. Ja. Nichts wie halt Bushido-Type-Beats oder generell Type-Beats aufgebaut sind. Mit jedem Rapper gibt es auch von dir, gibt es von Kollegen. Ist ganz normal in der Type-Szene. Genau, richtig. Das richtig. Ist so einfach, um es zu visualisieren. Genau, ja, richtig. Ja. Das gibt's ja bei jedem. Ne? Voll. Ob es erlaubt ist, ist natürlich eine andere Frage. Wenn du das jetzt zum Beispiel nicht haben möchtest, dann könntest du es natürlich auch striken, ist ganz klar. Ey, ich find's auf eine Art und Weise cool, um da nur einzuhaken, weil du siehst ja, dass sich andere Produzenten und auch Künstler an dir orientieren und dich als Persona für einen Sound sehen. Das ist cool, ja. Dann hast du irgendwas kreiert. Also wenn Leute, klar. Wenn ich jetzt bei YouTube eingebe Asche-Type Beats und ich sehe da ganz viele Beats und sehe da irgendwie Visuals von mir dazu, dann ist das irgendwie, für mich ist das gar kein Problem, weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall irgendwas etabliert, was für mich steht, was mit mir verbunden ist, wo sich andere dann orientieren. Ich finde es cool, aber... Nein, also ich finde absolut gerechtfertigt. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Visual. Meine Güte, da du siehst das Video zu einem Beat, das ist jetzt nicht die Welt. Meine Güte, also... Aber für ein Bushido ist das eben so eine Welt gewesen. Abmahnung. Ne? Abmahnung, typische Abmahnung. Ja. Und ich schwöre, ich wusste auch, also meine Erfahrung hat in diesem Punkt halt auch, muss ich auch zugeben, ich bin nicht der Erfahrenste, ne? Ich habe nicht viele Sachen gemacht. So, und ich wusste nicht, wie ich jetzt damit als professioneller Produzent oder eben als normale, also als Fan damit umzugehen habe. Weil es hat mich als Fan eben so krass enttäuscht, weil ich dachte mir wenigstens, er sagt, ey, krass und sowas, feier ich voll, du hast einen ganzen Kanal von mir aufgebaut. So, das habe ich erwartet von ihm eigentlich. Ne? So, oder er hätte das auch anders formulieren können, auch so ein bisschen so, ey, ja, aber ey, das ist nicht so cool, dass du so Videos nimmst oder sowas, aber trotzdem feier ich. So, wenn das ein bisschen anders gesagt hätte, okay, gar kein Problem. Ja. Und ich muss dann auch sagen, ich saß dann im Zimmer, hab mir dann auch überlegt, ja, wie gehe ich damit um? Ne? Mhm. Ich war abgefuckt, bin ich auch ehrlich, war richtig abgefuckt darum und hab mir gedacht, weißt du was, ich habe einfach gar keine Lust mehr mit ihm zu arbeiten. Weil unter solchen Umständen fand ich das halt einfach schon scheiße. Und dann habe ich wieder überlegt, so soll ich das machen oder soll ich nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ey komm, der Asche hat mir das extra besorgt, so ich möchte das nicht versauen, das ist eine Chance für mich, komm, ich setze mich doch dahin. So, vielleicht warst du der erste Moment. Genau, vielleicht war es der erste Moment, der mich, ne, vielleicht war alles gerade ein bisschen schwierig und keine Ahnung. Ja. So, und dann vielleicht war man schlecht zurecht, ne, an dem Tag. Ja, oder schlecht aufgestanden. Ja. Dann hatte man auch so kurze, ich sag mal so 2 Minuten mal auch, wo man so kurz miteinander geredet hat, da war er auch gar nicht schlecht, der, also Bushido jetzt auch menschlich, ne? Also wirklich, da konnte man kurz mit ihm reden, hat er über seine Kinder erzählt und keine Ahnung, war dann in Ordnung. Aber sobald wir angefangen haben zu arbeiten, absolute Katastrophe.
wirklich. Also wirklich, das Arbeiten mit ihm hat mir einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Das fing dann schon damit an, dass er mich einfach nicht arbeiten lassen hat, so wie ich arbeiten möchte. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt, guck mal, du gehst jetzt mit mir irgendwo hin, du möchtest aufnehmen, so dann lässt du mich aber meine Arbeit machen. Mhm. Weißt du, wie du gerade schon eben mit T sagtest, er saß da, hat dann so geändert und das gemacht. Mhm. Du hast da nichts gesagt, er hat einfach gemacht, er hat seinen Job gemacht, du hast deinen Job gemacht, du hast performt, du hast gerappt, das was du eben machen musst. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein Zuspiel, Bro. Also, so, genau, der das eine macht muss, das, aber das Vertrauen in den Produzenten muss sein. Oder Engineer. Genau, richtig. Fall, es muss, das muss schon da sein. Ey, ich hab dich extra hier hingeholt, bitte mach deinen Job. Genau. Ja. Ne, ich mach meinen Job, aber er wollte das nicht. Mhm. Weißt du, wie der geredet hat? Und dazu muss ich halt auch sagen, also wie er geredet hat mit mir, auch, Dicker, das geht so nicht, das soll so nicht sein. Wir haben zum Beispiel haben wir was aufgenommen und er wollte unbedingt, dass ich halt Cuts-Sätze, die absolut schwachsinnig waren. Mhm. Die waren total dumm. Mhm. Die waren halt, ich setze die Cuts da, wo ich sie am besten finde und da, wo sie am besten klingen. Mhm. Er möchte das ganz woanders haben, aber es muss sein. Es ist eine Pflicht. Egal, was da ist, auch wenn der Cut scheiße ist, es muss da sein. Mhm. Und wenn das so nicht war, wie er das wollte, hat er rumgemeckert und war total unfreundlich und ganz unangenehm halt auch. Ne? Yeah. Und so, wie er auch war, ist er natürlich nicht nur zu mir gewesen, sondern auch natürlich zu seinen anderen Künstlern, mit denen er auch schon ein Album aufgenommen hat. Wer es ist, ja jetzt spielt auch gar keine Rolle, aber er hat auf jeden Fall Sonny Black 2 aufgenommen. Mhm. Und Bushido ist jetzt nicht so beim Aufnehmen der Freundlichste. Und ich habe ihn auch irgendwann darauf angesprochen und er meinte zu mir, Bruder, ich mache das, weil ich dich respektiere. Warum? So, ne? Lass mich doch einfach arbeiten. Und das ging die ganze Zeit, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ey, der macht das extra. Ehrlich, ich saß davor und ich schwöre, das war, glaube ich, so der dritte, vierte Tag, wo wir aufgenommen haben. Ging auch extrem langsam voran. Ja. Saß ich da und denke mir so, boah, Alter, weißt du was, der soll einfach machen. Ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Mhm. Ne, weil ich auch sowieso schon gehen wollte, das mit dem Dingens, das hat mich eben extrem abgefuckt. Ich habe mal eine Frage. Ja, frag. Hast du dir diese Doku angeguckt? Diese RTL-Doku? Ja, natürlich, natürlich. Was, also du wurdest ja irgendwie da nicht so gut dargestellt. Genau, richtig. Er hat mich dann natürlich dementsprechend schlecht dargestellt. Inwiefern? Auch in diesem Moment. Was waren dafür? Was wurde da gesagt? Zum Beispiel, da war jetzt halt am Anfang war das relativ gut. Da lief alles problemlos ab. Ne? Ja. Es ist hier, wir nehmen hier auf und alles okay. Und dann fing es irgendwann an. Dass ich auf einmal, da, wo er auch rumgemeckert hat, was ich gerade sagte, das war ja nicht nur dieses eine Mal so, das war auch, wo die Kameras aus waren, sodass wir uns die ganze Zeit in die Haare bekommen haben. Ja. Das, was man aber eben da nicht sieht, ist da, wo ich ihm auch zum Beispiel sage, ey Bushido, geh mir nicht auf den Sack, was soll die Scheiße? Mhm. Ne, kleines Beispiel, ich nehme ihn auf, ich möchte eben kurz einen Cut abprüfen, drücke auf Play und er meckert rum, warum ich auf Play drücke. Ich sage ihm, Bushido, ich kann diesen Cut nicht riechen, ich möchte das schneiden, ich muss doch einmal gucken, wenn du schon deine speziellen Cuts haben möchtest, dann lass mich doch mal wenigstens eben kurz machen. Ne? So, das waren so die Momente und dann haben die mich dann so geschnitten und dann auch mit so einer komischen Musik unterlegt, so typische RTL-Musik, kennst du ja so als wär das jetzt so voll trottelmäßig, weißt du, so dim. Ja. Und das ging, du hast die ganze Zeit so Bushido so instant gehört, so, boah, Dicker, Mann, was soll das? Das war die ganze Zeit gewesen, einfach durchgehend. Und dann kommen wir zu einem Punkt, zum Schluss sagte er, ja, ich habe den Sias dann, ich habe ihm dann ein Ticket gegeben und dann war alles gut und dann war Tschüss und war weg. So als hätte ich da so abgekackt und er hätte mich dann einfach so weggescheucht. Mhm. So war das aber nie gewesen. Mhm. Ich habe das komplette Album aufgenommen, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe das Album aufgenommen. Wie es am Ende war oder wie die Aufnahme war, seine Performance, weil er hat es nicht hinbekommen, die Performance zu halten, das war eben das Problem, deswegen das natürlich auch in der Aufnahme so schrecklich geklungen hat, weil wir können jetzt natürlich auch keine Studioaufnahmen erwarten, wenn wir in Thailand in irgendeinem Schrank mit so einer Decke aufnehmen, kommt da natürlich nicht die beste Qualität raus. Und soll ich dir mal erzählen, wie der letzte Tag ablief? Der letzte Tag lief nämlich ganz anders ab, nicht so wie er sagte, hier Ticket, tschüss, auf Wiedersehen, geh weg. Wir haben uns ja in Thailand die ganze Zeit gestritten gehabt, also wir waren die ganze Zeit beim Essen gewesen und da fing er die ganze Zeit, es ist wirklich jeden Tag damit angefangen, ey, ich nehme dir das weg mit deinem YouTube-Channel. Ich nehme dir das weg. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, der sagt das nur, weil er irgendwie irgendwas will. Der will mich erpressen oder so. Das kam nicht rüber. Ich möchte mit dir verhandeln. Ey, komm, wir machen so und so. Und dann darfst du das behalten.
sondern er hat mich wirklich gefühlt damit erpresst. Jedes Mal beim Essen, es ging mir so auf den Sack. Ich schwöre dir, die Atmosphäre war für mich schon, mit jedem Tag war die so im Arsch gewesen, ich wollte gar nichts mehr machen. Mhm. Ich wollte einfach nur in meinem Zimmer bleiben, ne, bin dann zum 7-Eleven gegangen, habe mir lieber so Essen geholt. Manchmal musste ich irgendwie mitkommen, weil ich gerade dabei gewesen bin und dann musste ich halt, ne, war kacke. So, und ich schwöre dir, irgendwann waren wir mal bei so einem Friseur gewesen, der sich die Haare schneiden lassen. Und dann hat er wieder damit angefangen. Und da war auch das erste Mal, wo ich ihm gesagt habe, ey Bushido, du gehst mir so krass auf die Eier. Ne? Dann mach das doch. Dann schließ meinen Kanal, mach das, ist mir scheißegal. Hm. So, ne? Und da habe ich eigentlich gedacht, jetzt ist still. Dann zum letzten Tag hin, wo wir in Thailand saßen, also jetzt kurz vorm Abflug, ich schwöre, den letzten Song, den ich aufgenommen habe, ich war so glücklich darüber, dass ich das, dass ich jetzt gerade den letzten Part aufnehme. Ne? Wirklich den letzten Part und dann ist Schluss. Er wollte aber, dass ich mitkomme, nochmal für das Video. So, er wollte unbedingt, dass ich da mitkomme, aber... Warum? Ja, keine Ahnung, weil er darauf Lust hatte. Okay. Welches Video? Das darf ich nicht sagen. Ach so, okay. Das ist doch noch nicht draußen. Ah ja, okay. Ich muss mal kurz hier rausziehen. Du hast ganz schön eine Rage geredet. Ja, ehrlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Boah, mir ist richtig warm jetzt. Man hört zu, ne? So, kurz kaffen. Voila, interessant. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Ganz schön, also ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne das nicht. Wir haben bis dato nicht darüber geredet. Ne? Nein. Ich habe alles, was ich mitbekommen habe, ist das, was in der Öffentlichkeit geredet worden ist. Ja. Und ich habe mit Stefano einmal kurz gesprochen und ich habe gesagt, wir werden, ich bin gerade, lass mich meine Sachen fertig machen, dann reden wir darüber. Ja, bei mir genauso. Ich bin ja gar nicht so gar nicht im Thema drin. Ne? Ich kenne ja gar nicht auch seine Seite von mir, also seine Sicht. Ich sowieso nicht. Ich habe das mitbekommen. Ne? Ich habe auch einmal in diesen Podcast von dem Bushido einmal reingehört, aber ich bin außenstehender. Zu diesem Punkt komme ich ja jetzt. Ich habe ein bisschen, das ist alles so ein bisschen wirklich kompliziert zu erklären. Letzter Tag war gewesen, er hat ein Video noch aufgenommen, aber er wusste die ganze Zeit, es ist ein Problem zwischen uns, aber er wollte das nicht mit mir klären. Mhm. Weil Bushido kann das nicht abhaben, wenn du ihm so ein bisschen so deine kalte, so die kalte Schulter zeigst. Er hat das gemerkt, er wusste, was das Problem war, wollte das aber nicht irgendwie bereinigen. Aber hat sich dann auch scheiße gefühlt, weil du dann nicht zu ihm gekommen bist. Mhm. So, warum willst du nicht mein Freund sein? Warum machst du das nicht? Mhm. So, und das hat er gemerkt. Mhm. Und deswegen wollte er auch, dass ich dann mitkomme eben zu diesem Video. Und ich habe gesagt, boah, nee, ich habe Bauchschmerzen. So. Ich habe gar keine Lust drauf. Mhm. Ich möchte einfach in mein Zimmer gehen. Für mich war der letzte Aufnahme, für mich war das vorbei. Ich wollte mich einfach nur irgendwo wieder in mein Zimmer legen, nächsten Tag wegfliegen. Boah, Digga, ist ja richtig schlimm. Das war absolut Katastrophe. Das hört sich richtig an, als ob so, das ist so mobbingmäßig. Also Mobbing würde ich das nicht. Also Bushido ist so ein. Es ist einfach. Es macht keinen Spaß mit dem zu arbeiten. Nein, ich kann's nachvollziehen. Ich habe auch schon den einen oder anderen Künstler gehabt, mit dem es wirklich genau so, also auch ähnlich, nicht funktioniert hat, wo man auch wirklich bemerkt hat, vor allem beim Recorden. Mhm. Und da ist es, glaube ich, auch so die Problemzone bei vielen Künstlern, wo einfach sehr viele Ticks rauskommen. So, ne, ey, ich brauche so viel Vorlauf. Ja. Ne? Ich brauche die Cuts, ich möchte direkt in die Line, aber mit Vorlauf, ohne Vorlauf. Also ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Und da kommt es dann halt auf den Menschen an. Wie geht er damit um? So, ne, er hat jetzt da einen anderen Produzenten sitzen als sonst. Ne, und dann, der arbeitet natürlich anders. Ne? Wie bringt man das dem bei? Genau, man hat sich noch nicht mal irgendwie eingearbeitet. Man weiß noch gar nicht, wie man irgendwie, wie das funktionieren soll. Aber das ist nicht Bushido. Bushido interessiert das nicht, dem ist das scheißegal, der ist einfach so ein Mensch, der möchte dich unterdrücken. Er arbeitet mit dir nur dann, wenn du unter ihm stehst. Hm. So habe ich das Gefühl bekommen. Hm. Und deswegen auch dieses, ich nehme dir das weg, was du hast, dein Channel, wenn du nicht so machst, wie ich will. Hm. So kam mir das auch wirklich vor und das bestätigt sich auch später in der Geschichte, warum das so gewesen ist. Und ich sag dir, das Beste an Thailand war gewesen der Abflug und der Steak. Wir haben ein gutes Steak gegessen. Mhm. Der Rest, den konntest du alles in die Tonne kloppen. Die Atmosphäre, Katastrophe, Bushidos Art und Weise überhaupt zu arbeiten, wo wir gerade drüber geredet hatten, wie du arbeitest zum Beispiel. Du bist richtig dabei, machst Action, hast richtig Bock darauf. Bushido, der lag erstmal bis 17 Uhr am Pool. Wir haben den ganzen Tag rumgechillt. Und ich denke mir, Junge, ich sitze hier in meinem Zimmer. Ich habe die Chance, hier mit Bushido zu arbeiten. Und der chillt da bis 17 Uhr am Pool. Hm. So, ja, ist keine Arbeitsatmosphäre, also keine schöne Arbeitsatmosphäre. Das ist absolut so die Atmosphäre. Es ist ja okay, man kann ja, wir haben, weißt du noch, in Spanien, wir haben 5 Beats gemacht, zack, ne, haben wir gechillt, schön. Oder ich saß dann so am
am Balkon, weißt du, du hast geschrieben, der Beat lief im Hintergrund. Das ist doch alles in Ordnung. Das muss man auch kurz sagen. Also, wir haben uns 2021 kennengelernt. Guck mal, das haben wir komplett übersprungen. Da hat er drei Beats quasi zum Album beigesteuert, beziehungsweise die drei Samples waren das, ne? Von Omar Tukita Style. Genau, richtig. Jahrhundert Talent und immer noch. Genau. Und dann habe ich natürlich den Stefano. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Punkt, der ist sehr, sehr wichtig bei der ganzen Geschichte. Und das ist auch ein Punkt, der mich auch abfuckt in der ganzen Geschichte. Daraufhin habe ich mich mit Stefano getroffen und habe gesagt, Stefano, also in dem Fall Sias, Stefano Sias, ne? Ich sag's immer Stefano, Alter. Sias, ich halte dich für einen sehr talentierten Produzenten. Hast du nicht Bock, dass wir zusammenarbeiten? Und Stefano ist quasi bei mir im Team. So, der ist im Label. Der gehört zu meinem Label. Ja. Und wir sind zusammen nach Spanien geflogen und ich habe ihn mitgenommen. Und quasi so. Letztes Jahr, richtig? 2022. Ach, war zwei Jahre schon her. Zwei Jahre. Genau, okay. 22, wir sind nach Spanien geflogen und ich habe. Oder war das Ende 21, Dicker? Ich glaube, das war. Ende 21, oder? Das ist auf jeden Fall zwei Jahre her. Ich habe da meinen Führerschein gemacht. Also Ende 21. Nach dem Album sind wir nach Spanien geflogen im Winter. Genau, November irgendwann. November, so. Genau. Und dort habe ich schon für mein Album, sie nannten ihn Knochenbrecher, gearbeitet. Mhm. Und dort haben wir, boah, weiß ich nicht, 7, 8 Songs schon fertiggestellt. Aber fast die gleiche Situation, nur quasi, du hattest schon 3 Beats so abgeliefert, okay, du wusstest, der Sound gefällt mir. Genau. So, ja. Ne? Und dann hast du gesagt, komm mit nach Spanien. Bro, guck mal, der Sound, egal was irgendjemand in Deutschland sagt, also Sound, ob ihm der Sound gefällt, das ist immer eine subjektive Meinung. Ja, natürlich, so, sowieso. Wenn du jemanden pickst, anhand dessen, weil dir der Sound gefällt, ja, und später schmeißt du den wieder weg, weil du sagst, er gefällt mir doch nicht, dann ist das nicht der Sound, sondern du kommst einfach nicht mit diesen Menschen zurecht. Ja, ja, voll. Und es benötigt auch ein bisschen Feingefühl für jeden Menschen. So. Und ich glaube, desto mehr Erfahrung du hast als Rapper in dieser Szene oder als jemand, der vielleicht eine Führungsperson ist, der zu dem Leute kommen und hochschauen oder mit dem Leute gerne arbeiten wollen. Früher wollte ich mit vielen Leuten arbeiten, heute wollen viele Leute mit mir arbeiten. Weißt du? Ja. Und es liegt dann an mir, wie ich damit umgehe. Ich kann das ausnutzen oder ich kann versuchen, was Geiles zu schaffen. Aber man darf auch, egal wie abgestumpft man ist, und ich sage, ich habe es heute auch noch euch erzählt, ich bin sehr abgestumpft emotional, so wie auch immer. Aber ich verliere trotzdem nicht so dieses Händchen für Menschen, weil ich muss trotzdem andere Menschen und deren Eigenarten, deren Herangehensweisen, deren allgemeines Wesen muss ich respektieren. Das heißt, wenn es aber nicht nur der Künstler, auch der Produzent. Ja, ja, genau. Mhm. So. Und deswegen war mir das egal, wie der Stefano ist. Und ich kenne Stefano. Ich weiß, der ist manchmal ein bisschen chaotisch und so weiter und so fort. Aber der ist in dieser Hinsicht auch dafür, auf der anderen Seite hat er große Qualitäten künstlerisch. Ich bin auch nicht der beste Organisator, was wir jetzt heute schon festgestellt haben. Und das ist bekannt. So, aber ja, ich habe meine Qualitäten woanders. Und ich wusste, wenn ich den mitnehme und mit ihm sitze und meinen Senf dazu beisteuere, und wir haben ja auch zusammen produziert, er hat Samples gehört, wir bauen so, mach die Drums so, mach das so. Er hat es so gemacht, ja, weißt du, verstehst du, wir haben das zusammen produziert, ja, und ich habe schon geschrieben. Und so entstehen dann Songs und so entsteht dann eine Energie und so zack, zack, zack. Und so macht das Spaß. Ja. Genau. Ich glaube, es liegt auch sehr viel daran, wie man sich selber als Künstler dem Produzenten gegenüber auch benimmt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich stört bei der ganzen Sache. Und ich lasse alles durchgehen. Ich kann sagen, man versteht sich nicht und es hat nicht funktioniert und alles ist cool und dies und das. Und ich will auch gar keine Wertung jetzt dazu geben, ob ich schon solche Erfahrungen mit Person X gemacht habe oder nicht oder ob so eine gleiche Situation schon mal da gewesen ist. Ne? Mit dieser Person. Ja. Jetzt nicht mit mir, sondern mit einem anderen Produzenten. Will ich gar nicht gerade jetzt thematisieren, weil das ist einfach jetzt vielleicht auch nicht, noch nicht relevant. Aber mich fängt es an abzufacken und mich fängt es an zu stören, wenn diese Person von mir kommt, ich die aus Korrektheit, aus Homie, weil wir sind schon keine Brüder mehr, so ey, wie geht's Bruder oder sowas, wir sind Homies, wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt und haben Zeit verbracht. Ja. Kannst du mir deinen Produzenten, na, das ist nicht irgendein Produzent, der ist bei mir im Label, Bro, der gehört zu meinem Team. Ja. Ne? Kannst du mir deinen Produzenten zur Verfügung stellen, dass er mit mir an meinem Album arbeitet? Ich sag, okay, eine einzige Bedingung, sei korrekt. Behandel dich. Wenn es nicht funktioniert, ja, tamam, okay, sag dem, ey, Bro, sag das, Bro. Ey, danke, dass du da warst, echt. Ja. Aber es funkt nicht, sorry, ist nicht böse, ist nicht genau, persönlich, das funkt ja nicht zwischen uns.
Aber das ist das Mindeste. Macht er noch ein, zwei schöne Tage und dann fliegt nach Hause, ich muss den anderen Produzenten. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Dann fliegt er nach Hause, er ist enttäuscht und denkt, ich habe nicht abgeliefert und wie auch immer. Aber wenn er... Schade. Wenn er, und das ist das Problem, und das ist ein menschliches Problem, und das hat nichts damit zu tun, wie sehr krass jemand ist oder wie jemand nicht krass ist. Das ist ein menschlicher Fehler, ein absoluter menschlicher Fehler, ist jemanden in der Öffentlichkeit zu denunzieren und degradieren dafür. Und ihn als Witzfigur darzustellen. Der Junge ist Anfang 20, er will seine Produzentenkarriere noch machen, er ist gerade ganz am Anfang und du stellst ihn wie den größten Hampelmann dar, weil er dir nicht gerecht worden ist oder deinen menschlichen oder was weiß ich für Ansprüche. Das stört mich. Und mich stört, dass er von mir kommt. Ich habe ihn dahin empfohlen und habe ihm gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe gesagt, ey, alles wird gut und egal was ist, dich wird keiner abfucken in dieser Hinsicht. Ja. Und das wurde trotzdem gemacht. Das heißt, am Ende des Tages, Umkehrschluss, nicht nur disst er ihn damit oder denunziert ihn damit, sondern er spuckt mir auch ins Gesicht, Bro. Weil was... Natürlich. Verstehst du? Ich bin jetzt McDonald's, du bist McDonald's, du sagst, ey, kannst mir einen Mitarbeiter von dir leihen für eine Schicht? Ich sag, klar, Bro, aber bitte, das ist mein bester Mitarbeiter, behandle den gut. Der Mitarbeiter kommt zu mir zurück und sagt, Bro, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Warum? Die haben mich wie ein Hund behandelt. Ja. Was? Ich kündige. Was? Nein, bei mir ist alles gut. Ja, Bro, ich bin durch. So, guck doch mal, die haben sogar auf RTL ausgestrahlt. Ja, Bro. Das ist das Ding. Ich habe das ja ein bisschen mitbekommen, wie gesagt. Und jetzt sowieso, jetzt bin ich auch ein bisschen mehr im Bilde. Ja. Yeah. Ist sehr plump jetzt, aber für mich stellt sich eigentlich nur eine Frage. Warum? Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Sie ist noch nicht zu Ende, sie geht ja jetzt noch weiter. Es ist Milord, führen Sie ja, fort. Ich führe okay. Die Geschichte jetzt mal noch weiter. So. Was eben der Punkt ist, weswegen diese ganze Scheiße, weil du gefragt hast ja gerade, warum? Das ist nicht, weil wir uns nicht verstanden haben. Wir hätten das genauso machen können. Wir hätten sagen können, ey, ich gehe jetzt, ne, komm, klappt nicht, keine Ahnung. Ich wurde in Thailand doch mehrfach gefragt, ja, hier, da ging es doch um irgendeine EP oder keine Ahnung. Die sollte ich da auch machen. Ja. Ne, die sollte ich auch noch aufnehmen. Orkan Che kam zu mir und hat gesagt, du bist bisher der Beste, der das überhaupt aufgenommen hat. Sowas wird in dieser Dingens nicht thematisiert. Mhm. Ne, das ist ja logisch, weil das macht ja die ganze Geschichte auch kaputt. Ne? Und ganz wichtig ist auch eben der Punkt, als ich dann endlich zu Hause gewesen bin und mir gedacht habe, so ey, jetzt habe ich Ruhe. 3 Monate später kriege ich dann irgendwann eine Nachricht von Bushido. Oder 2 Monate, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das ungefähr her ist. Ja, da hat er mich halt gefragt, weil er hat keinen Produzenten, der ihn aufnimmt. Es gibt keinen. Keiner, der mit ihm arbeiten möchte. Irgendwie, also wirklich niemand. Und dann seine Gründe haben, Vincent, ne? Und keine Ahnung, die arbeiten alle nicht mit dem, weil die keinen Bock auf den haben. Mhm. Warum geht der denn da nicht hin? Mhm. Ein Vincent ist ein super, super Produzent. Der Typ ist absolut... Joker von Bizarre, ne? Genau, ja, richtig. Ja, die sind super. Absolut... Auch sehr cooler Typ, korrekter Typ. Ne, ja. Wirklich geisteskrank. Ja. Und da will ein Bushido ja auch natürlich hin, gerne. Aber warum geht der da nicht mehr hin? Mhm. Ist die Frage. So. Stern. Und er hatte mich dann nochmal kontaktiert, weil ich natürlich noch was für ihn machen sollte. Nach Thailand jetzt? Nach Thailand. Okay, yeah. Da, nach Thailand war das gewesen. Okay. Und dann habe ich ihm geschrieben, so, weil es ging er hat mich halt gefragt, ob ich mit Pro Tools arbeiten kann, weil er hat in Dubai wohl auch ein Studio gehabt, aber kein, der ihn aufnimmt. Und da ist nur irgendwie Pro Tools am Start. Mhm. Und deswegen, und ich habe dann gesagt so, nee, kann ich nicht. Und dann kommt nämlich der Punkt, mein Kanal war bis dahin ja immer noch frei. Mhm. Das war nicht gesperrt gewesen. Am nächsten Tag gucke ich, ich kriege die Strikes rein. Und er hatte nicht nur einfach einen Strike reingehauen, sondern er hat versucht, bewusst meinen Kanal löschen zu lassen. Mhm. Das war einmal ein Strike von Bushido und der dritte wäre höchstwahrscheinlich Orkan Che gewesen. Also wenn Bushido gesagt hätte, mach mal bitte, Bruder, dann hätte er das auch gemacht. Mhm. So, weil ich habe eben Videos benutzt von Orkan Che, wo Bushido drin zu sehen war. Ne? Ich habe dann natürlich alles runtergenommen, damit das auch nicht passieren kann. Ja, und dann war ich... Das ist dein Brot, Bro. Du verdienst doch damit dein... Ja, ich wollte gerade sagen. War natürlich, Dicker, der Junge ist doch kein... jetzt so... Guck mal, wenn jetzt ein Künstler oder irgendwer... Ich bringe jetzt, mache ein Release und der sperrt meinen Song, weil ich da irgendwas verwendet habe. Okay, dann habe ich Geld in den Sand gesetzt oder ist dies, das. Aber das ist jetzt keine existenzielle Bedrohung für mich. Sag ich jetzt einfach mal so. Wenn ein Song irgendwie gesperrt wird, das passiert. Sample Clearing, dies, das, was weiß ich. Ja, gehört dazu. So spielst du, aber Digga, einen Kanal jemanden zu striken, so... Aber auch nur, warum? Weil ich natürlich nicht mit ihm gearbeitet habe. Und er dann aus diesem Grund zu Gorex musste und dann ist natürlich der Song gegen Kapi entstanden. Mhm.
Und nur weil er dann zu Gorex... Die sind wieder gut miteinander? Ja, die sind wieder gut miteinander. So, da habe ich einfach gedacht, weißt du was, scheiß drauf, ist mir egal. So, das war vor ein Jahr jetzt gewesen oder ein halbes Jahr. Da habe ich gedacht, ach komm, egal. Ne? Mhm. So, ich habe keinen Bock mehr auf Bushido-Type-Beats, so, ja, mache ich irgendwas anderes. Ja, und dann war eigentlich auch Ruhe gewesen. Mach also, Asche-Type-Beats. Mach ich ja, ne? Das ist am besten noch irgendwie. So, und dann ging es natürlich, war erstmal Stille wieder gewesen. Da fing er an, irgendwie seinen ersten Podcast, das war aber noch mit dem Peter Rosberg gewesen. Ja. Da fing er auf einmal an, schon so ein bisschen wieder gegen mich so ein bisschen so zu sticheln. So, ja, er wäre fast aus dem Fenster gesprungen, könnte nicht mit mir arbeiten und keine Ahnung. So. Und ich denke mir, Junge, Alter, ich konnte genauso wenig mit dir arbeiten. Ich hätte lieber ein Salto aus dem Fenster gemacht und hätte wahrscheinlich noch irgendwelche Kunststücke gemacht. Hauptsache, ja, ich komme hier weg aus Thailand. Weißt du, so habe ich mich gefühlt in dem Fall. Und er sitzt da, so, und obwohl er mir in Thailand gesagt hat, ey, komm, du hältst die Klappe einfach. Also das meinte er generell. So, er ist so ein Mensch, wenn du die Klappe über ihn hältst, hält er auch die Klappe über dich. Und daran habe ich mich natürlich auch gehalten. Ich hätte ja auch irgendwie sauer sein können auf ihn, jetzt wegen irgendeinem Grund da oder ne, keine Ahnung. Ja. Ist nicht passiert. So, es kam dann eben der erste Podcast. Ich habe auch drauf gekackt, was sollte ich da machen? Ne? So, scheißegal. Und dann kam jetzt erst einmal die Doku. So, und dann war der Punkt, wo ich auch richtig abgefuckt war darüber, weil ich natürlich auch gar nicht, ich habe ihm nicht bestätigt, dass ich das irgendwie, dass ich da drin vorkommen wollen würde. Gab es da nicht so NDAs oder sowas? Nichts, überhaupt gar nichts. Also, er sperrt meinen Kanal, weil man sein Gesicht auf meinen Kanal sieht. Mhm. Da möchte ich natürlich auch nicht, dass man mich auf seinen RTL Plus sieht. Mhm. Ist ja logischerweise, ja, ne? Gab es da gar keine Vertrauen? Gar nichts, überhaupt nichts. Nur natürlich hier so bla bla bla, Bushido meint, alle hätten das gehört, so, ne, die da waren. Alle hätten das mitbekommen, dass ich ja gesagt hätte. Mhm. Auf so eine Schiene wäre das dann wahrscheinlich gelaufen. Mhm. So, und dann war ich auch ein bisschen angepisst, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und es gab ja noch einen Song, den ich... Da hast du mich ja angerufen. Und ich dich wo deine Mutter dich angerufen hat. Stimmt. Ja. Ne, meine, guck mal, das ist mir scheißegal, wer das gesehen hat. So, ich dachte, wirklich, ist mir egal, wer das so sieht. Mhm. Aber was erst immer so richtig schlimm war, wo so die eigene Familie das so mitbekommt. Weißt du, die sehen das ja nochmal ganz anders. Und ja, die denken so, ey, was soll der Kack so? Was ist das für eine Scheiße? Ja, ne? So Familie, so, wenn irgendwelche Leute das sehen, die kennen mich eh nicht. Bro, guck mal, soll ich dir was sagen? Ich muss das jetzt leider wirklich so sagen, wie das ist. Das sind alles diese Menschen mit Doppelmoral. Deren eigene Familie ist denen immer heilig. Und das ist immer das Unantastbare. Und da darfst du nie was sagen, so. Und es gibt halt Player, die sich daran halten. Und es gibt halt Menschen, die das dann auch respektieren. Aber das auch dann nicht machen und dann sagen so, ey Bro, ja, das gehört sich nicht. Ich bin ein Typ, der sagt, es gibt so gewisse Levels, die würde ich nicht übertreten. So. Klar. Was witzigerweise bei den Typen dann aber, die das immer predigen, der Fall ist, dass die selber bei anderen diese Empathie gar nicht besitzen. Verstehst du? Ja. Das ist wie, wenn ich sagen würde, wenn du zu mir Hurensohn sagst, ich brech dir deine Nase, du Hurensohn. Verstehst du? Ja, Doppelmoral. So, ey Bro, was... Ist auch wirklich ja, genau so. Egal. Es macht keinen Sinn. Für mich, es macht keinen Sinn. Also wirklich allgemein. Okay. So, und dann... Achso, ich und, dachte... Und allgemein... Jason macht einen Ratschlag gerade. Also, ja. Wie lange noch? 5 Minuten. Ja, komm. Dann war es ja natürlich gewesen, es gab noch einen Song, zwischen den ich produziert hatte, von Jean und Soleil. Hm. Und da wurde die GEMA ja immer noch nicht angemeldet. Ist nicht viel Geld, ist auch nicht, was weiß ich, aber spielt gar keine Rolle. Es ging mir einfach nur um dieses Prinzip, ey, komm, du fixst mich jetzt so gerade. Mhm. Ne, ich wenigstens so klein bisschen, möchte ich sagen. Warum so, wurde die GEMA nicht angemeldet? Weil die Jungs, weil Bushido nicht dazu in der Lage war, weil die Leute hatten ihn da, ich hatte die Leute schon, also ich hatte Jean und Soleil Bescheid gegeben und sie haben versucht, mit ihm zu reden. Ja. Sie waren aber zu dem Zeitpunkt auch, oder sind auch immer noch, keine Ahnung, sind, war... Gut okay, miteinander. Aber du hast es angesprochen. Genau. Aber er hatte mir gesagt so, ja, Bushido ist ein bisschen schwierig zu kontaktieren immer. Und ich denke mir so, hä, warum? Ist so ja, wahrscheinlich bei GEMA-Themen, ne? Warum kam es dann halt einfach nicht durch, war mir dann auch egal. Ich habe es ja, dann mehrfach geschrieben, kümmere dich bitte darum. Es hatte einfach nicht funktioniert. Ich hatte es in Thailand nochmal angesprochen gehabt. Das hat Bushido dann natürlich, nee, die Jungs haben alles abgegeben. Das ist nie passiert so. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich jetzt gesagt, weißt du was, du strikst mich, ne, weil du mich gestrikt hast, du stellst hier deine Doku rein, ich strike dich jetzt auch, nur um dir zu sagen, hallo, ich bin da. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Was hast du gestrikt? Den Song Jung, Gut und Böse.
Ja. Gut und Böse war das von Jean und Soleil. Ja. Bevor ich das gemacht hatte, hatte ich nochmal mit dem Soleil telefoniert und ihm auch Bescheid gegeben, weil die Jungs trifft es härter als eben Bushido, dachte ich zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann kam es ja, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, hat Bushido mich angerufen. Nicht so wie er in seinem, er hat ja in so einem Podcast, hat er ja erwähnt gehabt, ich hätte ihn angerufen deswegen, ja. Ne, wo da steht hier, Sias Strike Bushido. Ja. Stimmt ja gar nicht, er hat mich angerufen. Da war das ein bisschen hitziger, das Gespräch zwischen uns beiden. Ne? Auch so ein bisschen, ja, warum hast du das gemacht? Und da habe ich gesagt, Bushido, warum fragst du mich, warum ich das mache? Du hast mich auch gestrikt. Habe ich nie gemacht. Ich so, ich habe doch einen Screenshot davon. Ich habe einen Screenshot davon, dass du mich gestrikt hast. Das war... Ich so, Bushido, nach dem Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mit dir arbeiten, kommt dieser Strike rein, ganz... Urplötzlich, nee, das war. Ich sag, scheiß drauf. Egal. Wir haben dann auch erstmal normal miteinander geredet, ne, dass es so ein bisschen ruhiger verlaufen, weil ich wollte ja wirklich nur, dass er die GEMA anmeldet. Mehr wollte ich nicht. Hat er dann auch gesagt, ja, okay, ich mach das, ne, alles okay, alles gut. Dann ist das auch passiert. Wir haben aufgelegt, er hat die GEMA angemeldet. Nächste Tag gucke ich, kommt sein Podcast wieder. Und da hat er einfach, da sitzt ein Bushido über einem Produzenten. Hm. Ich habe 2000 Abonnenten auf YouTube, ne? Musst du dir mal vorstellen. Da sitzt ein Bushido da und redet 30 Minuten lang über mich. Und ich denke mir so, ey, wir reden vernünftig miteinander, haben ganz vernünftig miteinander geredet und du stellst dich da wieder hin und willst mich wieder ficken damit. So, und er macht das ja extra bewusst, weil er weiß, ich kann mich dagegen gar nicht wehren. Was soll ich machen? Soll ich mich bei meinen, 2000 Abonnenten da auf YouTube, soll ich live gehen? Ja, ja. Ne? Wie viele Zuschauer hat er? So. Verstehe. So, deshalb konnte er das natürlich auch schön ausnutzen. Und wie er das dann erzählt, so, er kann erzählen, was er will. Es ändert doch nichts daran. Er wollte nochmal mit mir arbeiten nach Thailand. Er wollte mit mir arbeiten. So, und es ist scheißegal, was für Videos er in irgendwelchen Dokus zeigt oder in ist vollkommen egal, spielt keine Rolle. Aber er wollte arbeiten mit mir, nochmal, nach Thailand. Hit it hard. Ja, hit it hard. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich kann, das ist jetzt sehr viel Info, ich kann für mich nur wiederholen, ich verstehe nicht, warum das zu so einem Thema überhaupt gemacht wird. Wie gesagt, das Zwischenmenschliche, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Okay, dann gibt man sich die Hand, wie wir vorhin schon gesagt haben. Sag mal, okay, das Album musste fertig gemacht werden, ihr habt es beendet, aber dann zieht man doch einen Schlussstrich. So, in meiner Wahrnehmung. Dann kann man doch Schluss machen, aber dann noch dieses Striken und so. Er war, ich weiß nicht, vielleicht war er beleidigt, dass du dann nicht nochmal kommen wolltest. Ich weiß es nicht, ne? Kann man auch nur mutmaßen in dem Fall. Wäre ein doofer Zufall gewesen, wenn es jetzt direkt am nächsten Tag wäre. Ne? Natürlich, also. Aber es ist auch mit dem Podcast und alles. Ich frage mich nur, warum? Du bist ja nun mal jetzt wie du selbst sagst, du hast 2000 Abonnenten auf Instagram, auf YouTube. Genau. Und wo ist der Sinn, weißt du? Es geht ihnen ja nicht darum, um das Geld. Deshalb habe ich ja die ganze Zeit am Anfang schon gesagt, um diese Verhandlung. Ich hätte nie mit ihm verhandeln können. Ich hätte nicht sagen können, ey Bushido, ich gebe dir 50% ab, darf ich deine Videos dann benutzen? Das ging ihm nicht darum. Es ging ihm nur darum, mich runterzuhalten. Bruder, mach das so oder ich nehme dir was weg. Und das ist das eben gewesen. Und das habe ich sofort, ich habe das einfach gespürt. Ja. Es war ein ganz anderes Feeling. Und es hat dann einfach nicht funktioniert zwischen mir und ihm. Und dann auch die ganze Zeit über in Thailand. Boah, ich sag dir wirklich. Voll die Schreckensherrscher. Ohne Scheiß. Also was da abging, so auch wie er geredet hat. Ich rede mit dir so, weil ich dich respektiere. So, ich denke, was ist das für eine Scheiße, Junge? Red doch einfach ganz normal mit mir. Komm, wir lachen. Weißt du, ich bin jetzt kein Mensch, mit dem man nicht lachen kann. Wir machen Späße, ist doch alles in Ordnung. Naja, gut, ist jetzt eben gelaufen. So, er soll sich darüber freuen und ich bin einfach froh, wenn ich nie wieder von dem Typen höre. Ich bin froh, wenn er mich nie wieder anruft, gar nichts. Ich wollte gerade fragen, was ist jetzt so das Resümee aus der Arbeit mit ihm zusammen? Also. Nie wieder. Ich werde mir, bevor, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, werde ich mich auf jeden Fall mit jemandem davor treffen und erstmal ein bisschen kennenlernen. Ja. Weißt du, erstmal so ein bisschen vibe man zusammen, funktioniert das irgendwie. Ja. Vor allem, wenn es um größere Projekte geht. Genau, größere Projekte und auch erstmal irgendwo hinzufliegen. Sollte das so passieren, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal irgendwo mit jemandem hinsetzen, weil ich denke, wäre das so gewesen, dass wir uns schon davor getroffen hätten und Bushido wäre mit dem Thema angekommen, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich gesagt, okay, Bushido, weißt du was, du willst meinen Kanal sperren, so finde ich nicht korrekt von dir, okay, lass das nicht machen,
such dir einen anderen, auf Wiedersehen. Ja. Und dann wäre diese ganze Scheiße nie dazu gekommen. Ganz einfach. Aber es ist jetzt eben so passiert und damit muss man jetzt halt einfach leben. Ja, du bist jung, dynamisch, unerfahren. Ja. Da kannst du nichts für, so aus solchen Sachen lernt man. Ja, voll. Und, hast ja gerade gesagt, was du rausgelernt hast. Aber der Punkt ist eben, das spornt mich natürlich auch so ein bisschen an, wenn ich mir überlege, so ey komm, so, er stellt mich da so hin und ich werde den Leuten das einfach mit meiner Kunst zeigen, dass ich werde sie damit beeindrucken. Hast du jetzt Langlebarsche gehört? Du weißt ja, was jetzt kommt. Genau, ne, was die Leute noch erwarten wird und da werden Leute auf jeden Fall sitzen und die werden sagen, wow, krass, was da entstanden ist. So. Und das spornt mich an. Das werde ich auch sagen. Genau, das ist auch die richtige Motivation. Ja. Runterziehen lasse ich mich davon auf gar keinen Fall. Richtig. Ja, sehr gut. So muss das. Ja. Zeig uns einen Tiger. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt aber wirklich ein sehr deeper Talk. Ey. Deep sehr. Talk und ja, ja. Hochtiefs, würde ich sagen. Also Wechselbad der Gefühle. Ich hatte Tränen in den Augen vor Lachen. Ja. Danach hatte ich fast Tränen in den Augen vor Wut. Ja. Ja. Dann vor Leid. Ja, ich habe mich auch zurückgehalten. Ne? Du hast so viel geredet. War sehr interessant so zuzuhören. Ja, aber Stefano musste jetzt auch mal rauslassen. Nein, sowieso, Fall. Natürlich. Es waren natürlich absolut eine ganze Menge und das war das Problem. Emotionen drin. Ja. Und das ist ganz klar, das musste raus. Das musste einfach heute raus und ja. Ich bin froh, ich lege mich heute ins Bett. Ich schlafe und bin einfach froh darüber. Ich wollte auch gerade sagen, das glaube ich, dass du auch lange drauf gewartet bist. Ich habe so lange darauf gewartet. Die Last ist ab. Ja. Das ist aber auch mehr als korrekt. Guck mal, das ist, weißt du, was heutzutage das Problem ist? Es ist einfach das Problem, dass Menschen haben eine sehr große Reichweite teilweise, ja, sagen etwas und das wird sofort manifestiert als wahr. Selbstverständlich. Es ist so. Natürlich. So. Es gibt noch keine zweite Meinung, es gibt keine zweite Perspektive. Man sollte immer vorsichtig sein mit den Dingen, ja, die jemand sagt, ob man dem glaubt, was er sagt, ja, weil natürlich redet jemand immer die Sachen in seiner Sicht der Dinge und so. Vielleicht kann man das noch nicht mal, muss man das noch nicht mal vorwerfen jemanden, weil jeder erzählt es immer aus seiner Sicht der Dinge. Ja. Wenige Menschen sind objektiv oder reflektierend. Dementsprechend hast du heute deinen Hack bekommen, mein Lieber. Ja, Gott sei Dank. Und Stefano, mach dir keine Sorgen, ich bin dein Rücken. Auf jeden Fall. Egal was ist, wir sind loyal, wir sind ein Team, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Das war auf meine Pflicht Fall heute zu machen, weil ich habe das vermittelt. Ich bade die Suppe jetzt wieder aus, du hast deinen Hack bekommen heute. Ja. Du kannst deine Seite, Sicht der Dinge erzählen und du wirst deinen Hack jetzt natürlich auch noch in den nächsten Wochen bekommen, weil wir haben jetzt gerade mal die erste Single KO draußen. KO ist draußen, ja. Gestern Jungs, released. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist erst der Anfang. Ja. Die Leute denken, ich habe Nachrichten gelesen, dass die schreiben, warum hat der jetzt, der hat so groß angekündigt und wir dachten, jetzt kommt ein Diss-Track. Seid ihr bescheuert? Denkt ihr, ich mache jetzt ein 24 Minuten Diss-Tracks und so? Das geht das ganze Album so weiter. Ja, ja. Durchgehend. Ja, auf jeden Fall. Also freut euch mal auf ein krasses Werk. Freut euch drauf. Also, wie gesagt, den roten Faden haben wir vorhin schon angesprochen. Ja. Auch die nächsten Singles, die kommen, also da sind auch Favorites von mir dabei. Ja. Die nächste Single, die kommt. Wann fünf kommt? Kommen noch, ne? Fünf kommen noch? Dann kommt. Ja. Ja. Dann. Na, ich weiß genau. Ja, okay. Ja. Fünf ich, Stück. Ja. Ja, ich bin gespannt. Auch auf die nächste Single, also kann man sich, glaube ich, da ist was Neues dabei. Ja, 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 ja. Da kann man sich sehr drauf freuen. Hey, Jungs, ich danke euch für den Talk, ich danke euch für die Zusammenarbeit. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Wirklich selten, dass etwas so harmoniert. Ja. Und auch in der Produktion, auch wir haben gesehen, menschlich verstehen wir uns auch alle ganz gut. Super. Mit dem Tee kann man nur klarkommen. Auf jeden Fall. Stefano eigentlich auch, nicht jeder, aber 99%, sagen wir mal so. Nein, ich danke dir, mein Bro. Danke dir auch, ne? Danke dir, mein Brr. Bro. Jetzt haben wir es hingekriegt. Jawohl. So, meine lieben Freunde, danke euch, dass ihr dabei wart. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restsonntag, weil heute ist Sonntag, wenn das rauskommt. Ja. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Asche gegen alle. Und zwar am 29.04. ist es wieder soweit. Ist die nächste Single, ne? Nächste Single. 29.04. Mag sein. Nee, 4. doch nicht. 3. Wir haben noch März. Ja, 29.03. Ist doch jetzt in 2 Wochen, ne? Ja. Glaub schon. Schnell gucken. 29.03. Ja. Adios, amigos. Freut euch drauf. Ciao, ciao. Ciao. Jo, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Viele neue Informationen. Und vielen, vielen Dank für das positive Feedback auf KO. Das ist erst der Anfang. Am 29.03. kommt, wie gesagt, die nächste Single. Aber vorab will ich euch noch was zeigen, schnell. Bestellt euch die Octagon-Box vor. Freunde, guckt euch das an. Der Einser. Von jeder Seite aus dem Publikum zu betrachten. Wirklich, wirklich sehr viel Mühe gegeben bei dieser Box.
Ist auch ein einzigartiges Stück. Und hier das T-Shirt, was ich auch im KO-Video getragen habe. Das 1er-Shirt ist ja da drin. In einer L-Größe, ist oversized geschnitten. Das heißt, kann sich jeder drin finden. Stellt euch die Box vor, solange es noch welche gibt. Lang lebe Asche. Wir hören uns wieder am 29.03. Peace.